Dem Schwingerkönig, so hat der Marsch geheißen, den wir jetzt gerade gehört haben. Er ist gespielt worden von einer Blaskapelle aus St. Gallen. Sie nennt sich Ottmar-Buben, aber setzt sich, wie sie sich selber können, überzeugen können, aus durchaus erwachsenen Musikanten zusammen. Im Mittelpunkt von unserer heutigen Stadt- und Landsendung stehen zwei Dokumentarbeiträge. Der erste ist Hans-Walter Schneller gewidmet, der vor ein paar Tagen 80 geworden ist. Er ist ein bekannter Jodlerkomponist und Chordirigent. Der zweite berichtet von einem Anlass, der am letzten Donnerstag in Luzern durchgeführt worden ist und wo ein weltberühmter Schwergewichtsbassist das erste Mal versucht hat, Schweizerdeutsch zu singen. Darum bringen wir dann Schweizer Musik in verschiedenen Tonarten, in verschiedenen Interpretationsarten. Der Edi Bär zum Beispiel von Männedorf stellt heute Abend das erste Mal auf dem Bildschirm seine Bärentatze vor. Das Handorgel-Duett Roggemoser Betschert von Oberägeri spielt vier eigene Kompositionen. Und der Auftakt, wie gesagt, spielen die Ottmar-Buben aus St. Gallen. Wir hören noch zwei Kompositionen aus der Notenmappe von Otto Wirsch, nämlich der Ländler Spiessgeist und dann nachher der Schützenschottisch. Thank you.
Und nach dem musikalischen Gruß aus der Stadt im Grünen Ring kommen wir jetzt wieder zurück auf Zürich. Am 26. Jänner, also genau vor 4 Tagen, hat Hans-Walter Schneller, der bekannte Komponist und Dirigent, seinen 80. Geburtstag können feiern. Er, der unzählige Jodellieder geschrieben hat, er, der Chör- und Jodlerclub geleitet hat, der beim Radio Volkstümliches betreut hat, der Jodlerkurs durchgeführt hat und auch als Kampfrichter geamtet hat, er verdient es sicher, dass wir uns ein bisschen über sein Leben und über sein Werk miteinander unterhalten. Samuel Gfeller hat den Jubilar besucht, der ein wehrschaften Zürcher ist und dem Zürichbiet auch ein Lied gewidmet hat. Es vergeht kaum ein Tag, wo man nicht eines von seinen Liedern hört oder singt. Sein Name ist für alle, die den Jodelgesang gerne haben, ein Begriff. Niemand sieht ihm an, dass er in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag feiern kann. Wir meinen der Hans-Walter Schneller. Nicht weniger als 3-mal sind seine Kompositionen bei Ausschreibungen von der Schweizerischen Gesellschaft für volkstümliche Autoren, Komponisten und Verleger prämiert worden. An der grossen regionalen und eidgenössischen Fest gehört er zu den Komponisten, die am meisten gesungen werden. In einem Vorort von Zürich hat er sich ein gemütliches Studio eingerichtet. Hier sind viele von seinen mehr als 200 Melodien entstanden. Ja, harmonisieren kann ich dann nachher noch. Das ist sowieso. Tintaram, ja, tam, tam, tada. Natürlich. Ja, das wäre dann auch von mir. Ich lache, aber ich glaube, ich wollte schön. In vielen Liedern besingt Hans-Walter Schneller die ländliche Idylle, das Leben auf den Alpen im Dorf. Ob er seine Jugendzeit auf dem Land verbracht habe, wollten wir von ihm wissen. Ja, in der Stadt bin ich aufgewachsen. Und zwar im Waisenhaus Zürich, das alte Waisenhaus, wo jetzt die Stadtpolizei drin ist, bei der Rudolf-Brunn-Brücke dort. Und da habe ich wohl auch die ersten Anregungen für Musik bekommen. Und dort im Betzhol haben wir da Flügel und das Harmonium und da bin ich öppe dahinter gegangen, aber um probiert das bis rauszubringen. Aber wir haben im Waisenhaus haben wir öppen mal können. Das ist öppen mal gsi tatsächlich. Ist Tonhalle. Wenn da irgendwie vorige Billigste sind oder weiß ich was, haben sie dann das Waisenhaus eingeladen und da ist dann mal eine Aufführung von Manachor Zürich mit Orchester. Das hat mir einen mächtigen Eindruck gemacht, dass ich dachte, das ist einzig, das möchte ich werden, so Symphoniedirektor. Ja. Und als es dann so weit war, in der Sekundarschule, der Vormund gefragt hat, ja, was willst du jetzt eigentlich werden? Hast du das überlegt? Sag ich, ja, ich will Musiker werden. Da sagt er zu mir, das gleiche Tier.
Das sind zu wenige, die nichts arbeiten wollen. Da habe ich gewusst, warum. Ich bin dann auch zuerst in eine kaufmännische Lehre gemacht. Aber nicht fertig gemacht. Das hat nicht gut getan. Ich habe wählen als Konservatorium, bin dann auch als Konservatorium gekommen. Ich war aber nur 2 Jahre und dann bin ich auch schon 20. Das heisst, jetzt bist du selbstständig. Jetzt musst du schauen. Dann habe ich an einem Sommertheater einen Vertrag bekommen. Merseburg ist das bei Halle. Sommertheater. Als zweiter Kapellmeister und Chordirektor. Volontär, natürlich. Das haben wir nichts gegeben. Ich habe auch nichts verdient. Das war doch derart neu, die theoretische Ausbildung im Konservatorium für Klavier und Partitur lesen und all das Zeug. Das war alles noch sehr fraglich. Ja, das wäre es einmal von der Hand. Aus seiner Theaterzeit weiss er uns zu berichten. Ja, das war dann der Anschluss. Das heisst, 2 Jahre zwischendrin bin ich wieder vom Büro. Und dann 16 bis 21 bin ich dann im Stadttheater Zürich. Zuerst als erster Chorbass. Ich hatte einfach keine Vakanzen. Und dann habe ich den Solovertrag bekommen als zweifach Bariton. Das heisst, ich habe dann zum Beispiel den Masetto gesungen in Don Juan, Marullo im Rigoletto, der Heerrufer im Lohengrin, Valentin im Faust, da habe ich noch ein altes Bild davon dort. Und dann im 21. bin ich dann dort fort, da ist ja dann eine grosse Theaterschwierigkeiten gekommen, da finanzielle Schwierigkeiten. Und wie ich dann eigentlich zur Jodlerei gekommen bin, das weiss ich tatsächlich nicht mehr. Auf unsere Frage, wie viele Lieder er eigentlich komponiert habe, hat er uns geantwortet. Ja, ich habe letztes Mal gesagt, über 200. Jetzt habe ich da so ein Buch, wo ich alles aufgeschrieben habe. Das sind 342. Also ohne die kleinen Jöderli, ohne die 20 Altpornmelodien, die ich auch noch gemacht habe, ohne die Messe und so verschiedene Sachen, die noch dazu kamen. Aber auch das ist alles viel Manuskript natürlich, das nicht weiter rausgegangen ist. Aber immerhin so reif, dass man es könnte drucken lassen. Aber gesungen werden also natürlich nicht 340, das ist ja Unsinn. Vielleicht etwa 150. Es hat uns natürlich Wunder genommen, wie bei ihm ein Jodellied entsteht. Ja, das ist eine Frage. Wie kann ich? Ja, sonst weiss ich es. Ja, wohl. Man sucht ein Gedicht oder es fällt einem ein Gedicht in die Hände, das einem anspricht. Das ist natürlich die erste Bedingung. Und dann tue ich das Gedicht einmal rezitieren für mich. Die sind die Schwerpunkte. Metrik von der Dichtung. Betonung der Silben. So weiter. Das bestimmt ja dann die Taktart. Ist es ein Viervierteltakt? Ist es ein Dreivierteltakt? Ist es ein Sechsachteltakt? Läuft es besser oder so? Und dann. Ja, es gibt einige, die dann eine Melodie machen. Und nachher tun sie harmonisieren, also die anderen Stimmen dazu schreiben. Aber ich finde, das ist nicht der richtige Weg, weil ich dann gebunden bin an die Melodie. Sondern ich muss mir das gerade vierstimmig denken von Anfang an. Sag mir mal. Da habe ich schon die 4 Männerstimmen. Ob er ein Rezept habe, für das man mit 80 noch so rüstig sein könnte. Ja, ich habe mal einen Älteren gefragt. Was machst du? Du bist immer zu weg. Das ist grossartig. Sagt er, das ist ganz einfach. Alle Morgen aufs Häusli und alle Wochen ein Müsli. Öppen mal ein Reisli. Das gibt alte Reisli. Wir haben etwas vergessen, oder?
Tenor und der Jodel. Machen wir das mal geschwind. Das kommt in die gleiche Stelle am Schluss vom Jodl nochmal und dann erst der Höhepunkt vom ganzen Lied. Machen wir jetzt den Jodl. Also richtig jetzt. Am Eidgenössischen Jodlerfest 1939 hat der Hans-Walter Schneller die gesamte Chöre vom Festspiel geleitet. Dadurch, aber auch durch seine Kompositionen, sind die höchsten Verbandsinstanzen auf ihn aufmerksam worden. Man hat ihn gleich einmal als Kursleiter und Kampfrichter engagiert. Sein Wort hat in den Sängerkreisen Gewicht bekommen. Kein Wunder, ist er von einer ganzen Zielen von Chören als Leiter gewünscht worden. Während Jahren hat Hans-Walter Schneller die volkstümliche Musik bei Radio Zürich betreut. Wie er dazu gekommen ist, hören wir in einem Gespräch zwischen ihm und seinem Nachfolger, Bobby Zaug. Was man hier hört, das ist der Föhnsturmschottisch vom Jost Ribari Senior. Und wenn ich mich erinnere, Hans, hast du die Aufnahme im 52 noch gemacht? Ja, was? 52? Das ist ja 20 Jahre her. Ja, das war der Anfang von meiner Tätigkeit am Radio. Das heisst, im 47 habe ich schon angefangen, hat mich zugezogen zum Probespiel und Probesingen für volkstümliche Angelegenheiten. 52 habe ich dann ganz übernommen, wo der Herr Steingrub wieder krank geworden ist. Aber vorher war niemand eigentlich da, der das Ressort Volksmusik für sich hatte. Nein, der Herr Steingrub hat das nebenzu gemacht, neben seiner ganzen Arbeit. Ja, ja. Aber da waren natürlich andere Zustände. Wir hatten noch keine Bänder. Nicht so, da ist alles direkt rausgegangen. Und das war aber eine grosse Sorge. Die Lieder von Hans-Walter Schneller werden auf dem Land und in der Stadt gern gesungen. Drei Müsterli davon wollen wir jetzt miteinander anhören. Es singen Chöre, die heute noch von Hans-Walter Schneller betreut werden. Nämlich der Jodlerclub Öhrliken, das Landi Trachtenchörli und das Jodlersextett vom Turnverein Alte Sektion Zürich. Oberg und Himmel zusammenkommen, der Tanne von der Bodenheim. Hör auf der Flut, dort Winter schwimmen, da steigt der Seine süß bis ich bis heim. Und der Bedarf,
Bevor wir unseren Geburtstagsgruß mit dem Lied «Jugendzeit», gesungen durch das Jodelsextett vom Turnverein Alte Sektion Zürich, lassen ausklingen, erzählt uns der Ehrenobmann von der weitum bekannten Gesangsgruppe, wie er sein Freund und langjähriger Sängerkamerad, der Hans-Walter Schneller, seine Zeit hat gelernt kennen. Ja, das geht weit zurück. Ich möchte sagen, das geht fast in die Jugendzeit zurück. An 1915, während dem Ersten Weltkrieg, bin ich als junges Leutnant in eine Kompanie zugeteilt worden, wo der Hans Schneller dann als Korporal in meinen Zug ist gekommen. Von dort her datiert unsere Bekanntschaft, die dann während dem Krieg noch ihre Fortsetzung gefunden hat, indem ich ihn als Mitglied vom Stadttheater immer jemanden verfolgen konnte, auch bei Privataufführungen. Dann ist das alles unterbrochen worden. Er ist ins Ausland, ich bin ins Ausland. Wir haben das während Jahren nicht mehr gesehen. Erst in den 30er Jahren hat diese Bekanntschaft ihre Fortsetzung gefunden. Und zwar an 1935, anlässlich vom 40-jährigen Jubiläum vom Jodler-Sextett, hat er aktiv wie uns mit den Sängern mitgesungen. Und wenige Jahre später, im 38, wir haben seine Kenntnis und seine Fähigkeiten schätzen gewusst, ist er für kurze Zeit Dirigent vom Sextett. Dann hat es wieder einen Unterbruch gegeben, bis ins Jahr 1941. Von dort an bis heute ist er unser Dirigent und geblieben. Das datiert nun seit 63 als Ehrendirigent. Und seither, immer bei allen Anlässen, ist er unser guter Stern gsi. Nicht 80 wie der Hans-Walter Schneller, sondern 10-jährig ist kürzlich das Handorgel-Duett Roger Moser-Betschert aus Oberägeri geworden. Die beiden A, der Alois Betschert und der Adolf Roger Moser, haben schon von Kindesbeinen an musiziert. Sie haben zwar beide nie können Noten lesen und beide haben nie Musikunterricht gehabt. Beide haben zuerst ausschließlich Schweizer Örgel gespielt. Sie haben in vielen anderen Kapellen mitgemacht, bevor sie sich zu der heutigen Formation zusammengetan haben. Ihr Repertoire besteht zu einem grossen Teil aus eigenen Kompositionen und vier davon wollen wir jetzt ein bisschen näher kennenlernen. Begleitet werden die beiden vom Bassgeiger Sepp Bürkli und vom Pianist Franz Mettler. Thank you.
Marsch Hochheibrig von Alois Betschert hören wir jetzt den Ländler im Waldhütli von Adolf Roggemoser. Im Waldschloss zu Biberbruck heisst der nächste Schottisch vom Dölf Roggemoser für Schweizer Örgeli. Thank you.
Das Handorgel-Duett Rogemoser Petschert aus Oberägeri verabschiedet sich mit dem Ländler Steiner Meitli. Das, liebe Zuschauer, das war ein kurzer Abstecher, die bekannte Chemiehütte in Oberägeri. Und von dort gehen wir jetzt ins nicht minder bekannte Chalet von Luzern. In diesem Lokal ist am letzten Donnerstag ein ganz besonderer Anlass durchgeführt worden. Die Einladungen waren auf Goldkarton gedruckt. Von einem russischen und einem helvetischen Buffet ist viel gegessen und getrunken worden. Man hat getanzt, aber im Mittelpunkt ist zum Glück doch Musik und Gesang gestanden. Jede Attraktion ist mit Fanfarenstössen eingeleitet worden. Rund 300 Gäste aus allen Teilen der Schweiz, Prominenz und Halbprominenz, von Presse und Radio, der Musikbranche und Plattenindustrie sind zusammengekommen zu einem ganz besonderen Folklorenabend. Der erste musikalische Leckerbissen war der Uli Alder aus Urnäsch mit seiner Streichmusik.
Eine zehnköpfige Streichmusik hört man nicht alltäglich. Aber der eigentliche Stargast war für das Mal der berühmte Sänger Ivan Rebrov. Wir haben ihn eigentlich mehr zum Plausch gefragt, ob er nicht mit den Appenzellern zusammen etwas singen will. Und das war seine Reaktion. Ich glaube, das wird ganz entsetzlich. Aber ich meine, schwerer als Russisch kann es auch nicht sein, was ich jetzt versuche. Der Anfang ist ja eigentlich ganz leicht, wie es mir scheint. Sendele ho, sendele ho, sendele ho, sendele ho, sendele ho, das, liebe Zuschauer, das war gewissermaßen eine Synthese zwischen Appenzellerklängen und russischer Folklore. Wir benutzen natürlich den Aufenthalt von Ivan Rebrov in der Schweiz, um ihm ein paar Fragen zu stellen. Herr Rebrov, Sie haben jetzt heute Abend versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen. Die wievielte Sprache war das, in der Sie gesungen haben? Ja, wenn ich überlege, es ist eigentlich die siebente Sprache, aber von all den sieben Sprachen, in denen ich gesungen habe, ist eigentlich dieser Schweizer Dialekt eigentlich das Kläglichste, was ich so hervorgebracht habe. Sie sagen damit aber nicht, dass das Schweizerdeutsche als solches eine klägliche Sprache sei? Nein, um Gottes Willen, nein, der Schweizer ist ja hervorragend. Bloß ich meine, mein Talent ist nicht so weit gediehen. Ich meine, ich verstehe manches recht gut, aber zu interpretieren, dazu gehört doch viel, viel mehr. Und das ist eine wirkliche Kunst, sich in diese Seele und in diese, dieses Gefühl dieser Sprache einzufügen. Und das ist, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, nicht? Sie haben ein typisch folkloristisches Stück aus der Schweiz interpretiert. Ja. Wie ist Ihre Beziehung zur Folklore? Ja, die Beziehung zur Folklore ist bei mir eigentlich sehr, sehr stark an sich, hauptsächlich natürlich gebunden an die russische Folklore, aber gerade die Schweizer Folklore. Und ich habe das große Glück gehabt, heute einen ganz besonderen Klang kennenzulernen, nämlich den Klang der Luzerner Singers. Und die sind ja hervorragend. Und da habe ich etwas kennengelernt, was mich gereizt hat, das zu vertiefen. Und ich glaube, ich müsste mich doch mehr mit der Schweizer Folklore beschäftigen. Sie haben die Luzerner Singer erwähnt, ja. Und es ist mir bekannt, dass Sie mit diesem Chor zusammen ein Lied
wenn auch nur kurz, aber so eingeübt haben, dürfen wir das noch anhören. Ja, Rendezvous. Aber ich glaube, das muss ich sagen, nachdem ich bin ja ein alter Chor-Fan. Ich meine, ich war im Thomaner Chor in Leipzig und ich war auch im Donnchor-Sagenchor, im Schwarzmeer-Chor-Sagenchor. Ich habe ein Gefühl für Chor. Und dieser Chor in seiner Elastizität und in seiner Disziplin ist so hervorragend, dass ich gedacht habe, warum soll es denn immer bloß ein Lied bleiben? Mach doch mal eine ganze Platte. Und ich sage das also ganz in Klammern. Vielleicht kann daraus eine wirkliche große Langspielplatte werden mit diesem hervorragenden Chor. Aber vielleicht hören wir uns doch mal ein Lied an mit den Luciana Singer, Rendezvous. Aber nicht nur im Sektor Gesang wollen wir heute Abend etwas Neues bieten. Es gibt ja auch immer wieder Volksmusikanten, die nach neuen Stilrichtungen, nach modernen Klängen suchen. Und einer von diesen Experimentierfreudigen ist der Edi Bär aus Männendorf, der bekannte Klarinettist, der schon seit über 40 Jahren Ländlermusik macht und über 500 Stück selber komponiert hat. Kürzlich hat er ganz eine neue Formation zusammengestellt und für die auch gerade ein paar nickel-nagel-neue Stücke geschrieben. Neu ist vor allem der gelungene Zusammenklang von Klarinetten und Querflöten. Aber ebenso originell wie Besetzung ist auch der Name dieser Kapelle, nämlich
Edi Bär und seine Bärentatze. Thank you.
Sonntag am See, es ist Feierabend und ein guter Miteinander. So hat die drei Stücke geheissen, die Edi Bär sich einfallen lassen und die wir gehört haben von dieser Kapelle. Edi Bär und seine Bärentatze hat sie geheissen. Und so wie der Bär vier Tatzen hat, so hat Edi Bär auch vier Musikanten bei sich gehabt. Nämlich als seine Mitmusikanten hat er bei sich gehabt, Franz David an der Querflöte, dann Edi Jecke am Akkordeon, Röbi Pfister hat Gitarre gespielt und schließlich noch der Rudi Sautermeister an der Bassgeige. Bereits in zwei Wochen, nicht wie üblich in drei Wochen, werden wir uns bereits wieder auf dem Bildschirm begegnen. Wir bringen Ihnen dann eine Spezialsendung, wo wir skurrile, ausgefallene und neue Klänge bringen wollen. Wir bringen z.B. einen, der mit einem Zündhölzli Geige spielt. Einen spielt mit einem runden Alphorn. Man hört Flaschenklavier und noch manches anderes Kurioses. Wenn Sie jetzt noch weiter Fernsehen schauen, wünsche ich Ihnen dazu recht viel Vergnügen. Wenn Sie dazwischen etwas knappern, einen guten, wie ich vorhin gesagt habe. Und im Übrigen sage ich Ihnen auf Wiedersehen, ein anderes Mal.